wenn wir so von den ganz grossen Projekten reden, dann ist es sicher beim Thema Klima, CO2-Gesetz dort, wo wir einfach unbedingt noch weiterkommen. Dann haben wir natürlich die ganzen Energiethemen, die ebenfalls am Laufen sind. Logischerweise ist es natürlich auch Klima- und Energiepolitik. Nachher das CO2-Gesetz, das eigentlich die Umsetzung ist vom Klimaschutzgesetz. Clairement la transition énergétique. Wir haben ungeklärte Beziehungen mit der EU. Die Europapolitik ist eigentlich die grosse Baustelle dieser Legislatur. Wir haben einen Scherbenhaufen und es braucht dringend eine Lösung. Aber natürlich vor allem auch die geregelten Verhältnisse mit Europa. Das ist unglaublich wichtig und steht wie ein bisschen über allem. Bei der modernen Gesellschaft gibt es einfach noch so viel zu tun. Eins ist Individualbesteuerung. Bei der Individualbesteuerung sind wir noch nicht richtig aus den Startlöchern. Das Zweite ist das Kita-Gesetz. Ganz klar, Kita-Vorlage. Dort sind wir einen Schritt weiter. Wir haben es schon durch den Nationalrat gebracht. Jetzt steht die ganz grosse Hürde an im Ständerat. Die Landwirtschaftspolitik sind wir überhaupt nicht im Heck. Die Agrarpolitik halt. Wo immer wieder sistiert und verzögert wird. Wir haben eine Kreislaufwirtschaft, wo wir recht gut unterwegs sind. Die Finanzierung der Strassen. Und das muss unbedingt verursachergerechter ausgestaltet sein, wie das heute ist.